Freunde, herzlich willkommen. Ich habe euch jemanden mitgebracht und zwar einen Mann, der kann euch heute ein bisschen was zum Thema, was ich vor kurzem schon wieder gemacht habe, in aller Munde zurzeit, das ist das Thema dieses netten Virus. Corona. Corona, genau. Und ich habe den Frank Boufflet hier. Und der Frank Boufflet, der kann uns mal ein bisschen was erklären, was wir am allerbesten tun können, dass wir hier mit diesem Thema nicht zu viel Angst haben. Frank, ich gebe es dir mal rüber. Danke dir, Andreas. Du kannst mal den Leuten, ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, aber ich glaube, vom Fachmann ist es noch interessanter, wenn du mal erklärst, was können wir am besten tun, damit wir nicht in Panik verfallen. Ja, also das Wichtigste ist, dass man keine Panik hat. Also die Medien machen natürlich im Moment viel Wind. Das ist auch klar, weil sie wollen natürlich die Menschen schützen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die du beachten kannst. Erstmal Händedesinfektion, Flächendesinfektion, Nieshygiene, das geht so. Ne? Und ganz, ganz wichtig, sei ganz entspannt. Es gibt schon ein Gegenmittel. Das heißt, wenn du erkranken würdest und es wäre schlimm für dich, dann hast du gar kein Problem. Das ist einmal dazu zu sagen. Und man muss auch eins sagen, der Virus ist nicht so potent, dass man sagen müsste, man müsste wie bei Outbreak bei dem Film wirklich Angst davor haben. Deswegen bleib entspannt, achte auf die Hygiene, immer schön Nieshygiene, immer schön Hände desinfizieren und dann bist du schon ganz klar. Und dein Immunsystem natürlich. Jetzt würde ich sagen, da gehen wir mal drauf ein, denn es ist ja so, dass alle Jahre wieder gibt es die Influenza. Genau. So, und die ist auch ganz schön Stress für viele Menschen. Ja. Und dann gibt es immer mal wieder, vor Jahren war einmal Schweinegrippe, dann Vogelgrippe. Genau. So, und letztendlich geht es ja darum, dass wir unser Immunsystem stabilisieren. Und da würde ich sagen, Frank, da hast du sicherlich einige gute Tipps. Jawohl. Also natürlich, die Grundlagen sind gute Ernährung, sind guter Schlaf. Ich habe extra auch einen Schlaftracker, wo ich jetzt meinen Schlaf tracke. Also viel REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, viel Tiefschlafphase. Da kannst du viel machen. Und natürlich auch Bewegung. Das ist die Grundlage. Das ist, sage ich mal, 80-90%. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen was, wo du dich auch dopen kannst, wo du sagen kannst, okay, da kannst du dein Immunsystem ein bisschen hochfahren. Und meine Empfehlung ist jetzt, wenn du zum Beispiel sagen willst, du willst einfach was für dein Immunsystem tun, dann ist es so, dass zwischen Oktober und März die Sonne nicht scheint. Unser Körper braucht die Sonne, das ist unser Energiebündel und deswegen eine Vitamin-D-Supplementierung ist wirklich essentiell. Viele sagen, so 1000 Einheiten ist das Richtige. Ich bin dafür, messe alles. Ja, messe es, geh zum Arzt, lass deinen Vitamin-D-Status messen, das geht ganz toll und dann kannst du genau adaptieren. Und wichtig ist, du musst es richtig einnehmen. Nimm gute Qualität und nimm es richtig ein. Es ist ein fettlösliches Vitamin, das heißt, du musst es mit Fett auch essen. Wenn du kein Fett isst, dann wird es nicht aufgenommen. Ja, klar. Das ist ganz klar. Und natürlich die normalen Vitamine. Vitamin B-Reihe für den Kopf, Magnesium, wirklich ein organisches Magnesium ist sehr, sehr wichtig. Nimm das mehrere Tage, ist für einen Mann besonders wichtig, auch Muskulatur, klar. Und dann gibt es noch ein paar Specials, wie du dein Immunsystem wirklich hochfährst. Antioxidative Sachen wie Quercetin, wie zum Beispiel, dass dein NAD-Plus-Level ganz nach oben gefahren wird, weil das ist, sage ich mal, für die Alterung oder die Alterung. Jetzt hast du gerade wie heißt es? Quercetin. Freunde, was ist Quercetin? Bitte. Also Quercetin ist ein ganz, ganz potentes Antioxidant. Wir haben, wenn wir morgens aufstehen, ein hohes Level an Radikalen. Wir haben unser glymphatisches System, das über Nacht, sage ich mal, den ganzen Trash raustransportiert und wir brauchen einfach, wenn du zum Beispiel auch rauchst oder wenn du, sag ich mal, sehr viel unterwegs bist im Auto, dann bildet dein Körper immer wieder Radikale. Und um die aufzufangen, um die wirklich gut zu verarbeiten, dass du keinen Krebs, keinen Diabetes, keine Folgeerkrankung wie Alzheimer, Beta-Amyloid-Plaques bekommst, ist es wichtig, dass du gute Antioxidantien hast. Und da ist Quercetin sehr gut. Quercetin, Freunde, bitte merken, das ist auch für mich neu, habe ich nicht gewusst. Wunderbar. Und ich würde sagen, ich mache natürlich ganz klar, ich mache einen Link von Frank drunter. Dann könnt ihr nämlich auch ihn direkt kontaktieren, wenn ihr dazu Fragen habt. Ich werde ihn noch mal genauer interviewen, was das wirklich bis ins Detail ist, weil es interessiert mich jetzt. Was war das Nächste? Du hast noch was gehabt. Genau, also es ist getestet worden, dass das länger Leben, das optimal länger Leben auch verbunden ist mit NAD+. Das ist ein Energieträger, mitochondrialer Energieträger. Und wenn du den hochfährst, hat man gemessen in Mäusen, dass du 62% länger lebst.
Alter, also die Mäuse. Die 150, ja, 150. Also mein Ziel, ja. ist, mein Ziel ist 180, okay. also, aber natürlich gesund. Das ja, ist klar. natürlich das Allerwichtigste. Und das, dieses hochzufahren, das ist ein ganz, ganz großer Trigger. Also NAD Plus hochzufahren, damit bist du erstens viel, viel fitter, dein Immunsystem ist ganz, ganz anders, du ziehst dir sozusagen die Rüstung an. Okay, das war ein sehr, sehr guter Vermerk. Das werde ich mir selber auch mal angucken, da werde ich mir den Frank auch mal schnappen ja. und bei Frank mal eine kleine Beschillung abgeben, denn das sieht sich ja direkt an der Quelle. Ja. Ich würde ich würde ja. einfach nochmal dazu sagen, dass ihr nicht vergessen solltet, Nahrungsergänzungen, Supplemente sind super, aber bitte vergisst nicht die Basis. Wir haben jetzt schnell mal drüber gesprochen. Ja. Gesunde Ernährung, 3 so weit wie mögliche artgerechte, bedarfsgerechte Mahlzeiten am 100%. Tag. Einmal das, dann nicht vergessen den gesunden tiefen Schlaf. Ja. Grundvoraussetzung für Regeneration, aber nicht nur ins Bett legen, sondern gesund schlafen. Und natürlich auch die Bewegung und wenn es geht, jetzt bei dieser Jahreszeit, auch mal wenn es kalt ist, raus an die frische Luft. Draußen mal Sport betreiben. Ja. Ich selbst habe noch für mich so einen Punkt, den ich immer regelmäßig mache und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wann ich jemals überhaupt krank war. Ja, ich auch nicht. Letzte 15 Jahre gar nicht. Nichts gehabt und bei mir ist so jeden Morgen 3 Minuten eiskalt duschen. Super. Also macht keinen Spaß, aber danach hast du den ersten, ich sage immer für mich, wenn du das überlebt hast morgens, was will da noch kommen? Da kann immer viel passieren. Und dann natürlich die Sachen dazu. Hast du jetzt noch außerdem der Basis, was abgedeckt sein sollte, was wir ja. angesprochen haben? Du hast noch 2 wichtige Sachen genannt, ja. Vitamin D sowieso, Magnesium auch. Ja. Hast du noch irgend so einen Special-Tipp, ja. wo man so gar nicht weiß, wo die wenigsten kennen? Hast du noch irgendwas? Ja, also das Ding ist dieses, was jetzt für mich extrem wichtig war. Ich habe mir diesen Schlafring gekauft, um zu tracken, wie ich schlafe. Und ich war so erschrocken, wie viel wenig REM-Phase ich habe, wie viel Tiefschlafphase ich habe und so viel leichten Schlaf. Und das hat mir unglaublich geholfen, auch zu gucken, wie ich das verbessere. Und da gehören natürlich die Punkte, die du schon genannt hast, mit dazu. Aber da gehören auch Punkte dazu, dass du einfach auch weißt, wenn du unter 6,5 Stunden schläfst, und das in der richtigen, im circadianen Rhythmus machst, dass du länger lebst. Viele haben immer gesagt, du musst nur 8-9 Stunden schlafen. Es ist eigentlich erwiesen, in einer ganz, ganz großen Studie, ich glaube 1,2 Millionen haben teilgenommen, wenn du einen effektiven, gesunden Schlaf hast, das heißt viel REM-Phase, viel Tiefschlafphase, dann lebst du länger, du hast 2 Stunden mehr vom Leben am Tag und das kannst du sehr, sehr gut. Also wichtig ist Kopfkissen, Temperatur, dann ist natürlich keinerlei Devices, also versuch ganz, ganz dunkel deinen Raum zu gestalten. Habe wirklich eine gute Betthygiene, das heißt, du gehst immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett und stehst dann auch zur gleichen Uhrzeit auf und du misst einfach auch mal deinen Schlaf. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, wenn das nicht so gut funktioniert, wie L-Tryptophan ja. zum Beispiel oder Melatonin. Das kannst du natürlich auch nehmen, aber versuch erstmal die Sachen, gute Decke, gutes Bett, gutes Kopfkissen, gute Schlafhygiene, das ist ja erstmal das Wichtige. Vielleicht auch noch eins nicht vergessen, ich habe immer wieder Coaches, die haben das Handy neben ja. Am Nachttisch liegen, nicht im Flugmodus, sondern angeschaltet, ja. Weil sie brauchen es als Wecker, das kann man schon so machen. Man kann es aber auch ausschalten, WLAN runter, raus, du brauchst nachts kein WLAN. Nicht, nee. Und gerade was du angesprochen hast, Schlafhygiene, wir kaufen uns teilweise Schuhe bis zu 200-300 €. Und aber eine Matratze darf nicht mehr kosten wie 199 €. Ja. Und da liegen wir fast ein Drittel unseres Lebens darauf. Das ist vielleicht auch nicht vergessen. Und auch an alle Kurzschläfer, die denken, sie müssten 5 Stunden schlafen. Es geht nicht darum, wie kurz man schläft. Es geht darum, wie intensiv und tief man schläft. Und das kann man auch tatsächlich üben. Ja. Und jeder kennt es. Manchmal bist du wirklich 7 Stunden im Bett und denkst, boah, ich reiß Bäume raus. Und dann hast du 8 Stunden und denkst, ey, warum bin ich jetzt so müde? Ja. Tiefschlafphase hat gefehlt und ich denke, da hast du jetzt gerade was ganz Wichtiges angesprochen, dass es eben einfach viele andere außenrum Parameter gibt, unser Immunsystem dauerhaft zu stärken, denn das ist eins ist 100% sicher. Jetzt haben wir gerade wieder ein Höllenszenario durch diesen Virus, aber jedes Jahr gibt es irgendeinen, der Menschen belastet und deswegen vorbeugend Immunsystem stärken über
verschiedene Bausteine und dann müssen wir auch diese Panik nicht haben. Da können wir dem ganz entspannt entgegensehen. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch viele Präparate, die gegen den Virus schon wirken und auch grundsätzlich antivirustatisch wirken. Und deswegen macht ihr da keine so großen Sorgen. Viel Antioxidantien sind sehr gut. Es gibt natürlich auch das Zink, was in aller Munde ist. Da ist wichtig, einen richtigen Komplex zu finden, der dann auch gut vom Körper aufgenommen wird, wenn ihr ein Zinkpräparat nehmt. Aber 90% ist wirklich, was du immer sagst, ist Schlaf, ist gute Ernährung und damit machst du einfach schon super viel. Also wie gesagt, wir haben täglich 1000 Kunden, die zu uns in die Apotheke kommen und ich bin seit 15 Jahren nicht krank. Das heißt, das zeigt schon alles. Und wenn du einen Tipp haben willst, weil die Viren haften sich meistens in die Nasenhaare, da gibt es so eine schöne Creme, die das dann wegblockt. Das heißt, du kannst es in die Nase schmieren und dann hast du einfach nicht die Problematik, weil das meiste wird über die Nase aufgenommen, weil wir haben die Hände und dann reiben wir das so schön in die Nase rein. Und das würde ich dann jetzt in der Akutphase auch nochmal empfehlen. Lieber Frank, das war Spitzenklasse. Ich denke, da haben wir jetzt ganz viele Menschen da draußen auch mal die Angst genommen. Nehmt euch selber die Angst, denn das Problem an der ganzen Geschichte ist die Angst. Und die Angst, die darf uns gerne vorsichtig machen. Die sollte uns aber nicht dominieren, nicht blockieren. Deswegen entspannt sein und natürlich vorbeugend arbeiten. Und wenn ihr weitere Tipps möchtet, ihr findet den Frank unten bei mir in den Shownotes verlinkt. Einfach anklicken, reingucken und der Frank hat da die wichtigsten Tipps. Ja? Wunderbar. Freunde, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Macht's gut. Bis bald. Bye, bye.